So, ich denke, wir haben hier alles gemacht, was wir machen könnten, außer vielleicht die Kugel holen, aber ich glaube, da müssen wir irgendwie was anderes noch machen. Ich werde mal hier... Hier muss Laura langgelaufen sein. Ich wünschte, ich könnte wie sie über Dächer springen, aber ich muss meinen Kopf benutzen. Puh, fast hätten sie mich gesehen. Aha, okay... Was gibt's denn hier alles? Eine Alarmglocke mit einem praktisch aussehenden Hämmerchen. Aha. Mitnehmen. Oh, jawohl. Hoppla, kaputt. Hoffentlich bricht jetzt kein Feuer aus. Ich muss Laura finden. Okay, also die Wachen, die sind ein bisschen aggro auf uns. Ach, wie putzig. Irgendjemand hat ihn wie... Aha. Oh, ein Wellensittich. Na, will der Piepmatz ein paar Körner? Für dich immer noch Sergeant Piepmatz. Aber oh, zu Körnern sage ich nicht nein. Kann man dich denn streicheln? Du kannst mich mal an meinem Pürzel kraulen. Was ist denn ein Pürzel? Die Fragen stelle ich hier. Warum hältst du mich von der Arbeit ab? Keine Ahnung. Was tut ihr denn hier? Eine verdammte Pflicht. Wenn ich diese Deppen nicht in Ordnung halte, würden sie einfach stehen bleiben bis... Naja, sie würden einfach stehen bleiben. Aha. Ist der Job nicht ein bisschen eintönig? Manchmal wird's hier schon ein wenig einsam. Hey Junge, du hast nicht zufällig einen kleinen Spiegel, den du entbehren kannst? Nein, wofür denn? Einen Pinzstein vielleicht? Auch nicht. Ach, macht ja nichts. Dann putze ich mir heute Abend eben nochmal das Gefieder. Okay. Schön. Ihr seid ein Wellensittich. Ah, super. Heißt das, ich kann fliegen? Ich meinte nur, dass das ein ungewöhnlicher Job für einen Wellensittich ist. Ja, nicht wahr? Ich habe als Grubensittich angefangen. Keine schöne Sache. Meine Kameraden einen nach dem anderen fallen sehen. Oh weia. Im Krieg? Nein, von der Stange. Kein schöner Anblick. Das kann ich dir zwitschern. So, so. Das kannst du mir also zwitschern. Kannst du denn auch ein Lied singen? Ich kann dir den Marsch blasen. Hey. Nein, ernsthaft. Besorg mir eine Trompete und ich beweise es dir. Ach, unsere alte Marschkapelle. Sergeant Piepmatz Lonely Hearts Club. Sergeant Piepmatz Lonely. Oh, schön. Ihr arbeitet für Conroy? Jawohl. Seit 2 Jahren schon. Und verdammt stolz drauf. Warum? Endlich mal einer, der für Ordnung sorgt. Nicht dieses Wischi-Waschi-Zeug ohne Todesstrafe und mit persönlicher Freiheit und diesem ganzen Friedenskram. Ja, furchtbar. Ja, genau. Ganz harter. Du arbeitest also gerne für Conroy. Keine Frage. Wenn die Basilen hier fertig sind, kehrt endlich mal Struktur ein. Was hat Conroy denn vor? Na, wonach sieht's denn aus? Eine Party wird er bestimmt nicht schmeißen. Ja, er hasst Partys. Oh, Sekunde. Er will Asposien unterwerfen. Er will nur das Beste für die Leute. Leider wissen die Leute nicht immer, was das Beste für sie ist. Aber ich habe schon zu viel verraten. Was ist eigentlich mit meinen Körnern? Körner sind aus. Gibt's heute nicht. Die Wachen hier stehen unter deinem Kommando? Du meinst diese Einheit von hochgeschulten Spezialisten? Feine Jungs. Jeder hat ein besonderes Talent. Zum Beispiel? Zum Beispiel die Mechanikereinheit, die absolute Elite. Ein paar von diesen Teufelskerlen können sich sogar allein die Schnürsenkel zubinden. Oder die Marschwachen. Was diese Jungs wegmarschieren, solange kein Hindernis ihren Weg kreuzt. Wie zum Beispiel eine Tür. Aha, ein Hindernis. Okay, danke für das, Gespräch. Oh, wird nicht sentimental, Junge. Lädt. So, haben wir da irgendwas, was Körner sind? Nö, wa? Ein Spiegel haben wir auch nicht. So, was gibt's denn hier noch? Ein Vogelkäfig. Ein Hauptquartier. Jawohl. Ein HQ. Der ist da festgeschraubt. Aha. Wegen Flitzpiepen wie dir. Ach so. Der Abgrund. Sieht verdammt tief aus.
Ja, spring doch mal runter. Nein, so verzweifelt bin ich noch nicht. Kann man jetzt hier einfach langlaufen? Nee, kann man nicht. Puh, das war krass. Ja. Abgebrochener Steg. Dieser Weg führt direkt in den Abgrund. Mhm. Was? Hör auf zu pfeifen. Das kann ich nicht verwenden. Nee, schade. Kann man hier mit dem Hammer auf dem Ding raufkloppen? Ja, und dann schrei ich. Hier bin ich! Nehmt mich fest! Wäre eine Option. Wache. Die Aufgabe der Wachen ist es offenbar, den Fußspuren zu folgen. Und die Spuren führen im Kreis. Klingt nach einer inspirierenden Tätigkeit. Aha. Puh, ja, fast hätten sie mich gesehen. Hier war doch eben noch was. Fast. Ist wahrscheinlich nur die Wache, war, die man denn, wenn die da steht, anklicken kann. Ja. Die auch klingt. Aber ich denke mal, ich hab eine andere Idee. Und zwar haben wir jetzt den Hammer gekriegt. Und wie bei Onkel Doktor hauen wir jetzt mit dem Hammer auf das Knie ruf. Und guck mal, was passiert. Dr. Robert ist da. Also, dann testen wir doch mal die Kniefunktion. Pam! Aha. Oh. Jo. Aha. Okay. Das Ausrufezeichen sieht aus wie so ein Fußabdruck, muss ich sagen. Joa, Kaffee. Mit dem Kaffee können wir auch irgendwas machen. Vielleicht können wir den Piep mal ziehen. Das wäre noch eine. Das sieht echt aus wie ein Ausrufezeichen hier, wa? Das Ding hier. Ich trinke keinen Kaffee. Ich schöpfe Energie aus den Todesschreien meiner Feinde. Ach so. Na denn? Nein, ich komme nicht an der Wache vorbei. Na, sie ist zwar nicht besonders clever. Aber jetzt so. Nein, sie ist... Mann, die Wache ist doch weg. Das wird... Ja. Vielleicht... Das war doch jetzt geraten, oder? Nee, der wollte doch Körner haben. Vielleicht isst er ja Kekse. Nein. Vielleicht können wir ja das Plakat nochmal. Ich könnte es mir vors Gesicht halten. Haha, seht mich an, ich bin eine Wache. Welcher Idiot würde denn darauf reinfallen? Ich hab keine Ahnung. Ich könnte es hinter jedem meiner Sätze, aber dann wüsste ich selbst nicht mehr. Kann man der Wache jetzt nicht einfach hinterherlatschen? Wenn die Wache mich sieht und wenn sie mich ein... Naja, dann könnte ich... Obwohl... Nein. Kann ich jetzt nicht hinterher? Was ist denn für ein Quatsch? Puh, das war knapp. Fast hätten sie mich gesehen. Wie hin da? Nee. Puh, fast hätten... Mein jetzt. Pilze? Warum sollte ich das tun? Keine Ahnung. Das ist eigentlich Lauras Notiz. Hör mal auf zu pfeifen. Da steht drauf, hey, schau mal da drüben. Warum hat Laura mir den Zettel gegeben? Also entweder die Piepmatz. Nein. Oder der Wache. Das mache ich nicht.
Brauchst du eine Flagge? Nein, das erinnert mich an all meine alten Piepmatz-Kameraden. Schlafend unter den Flaggen in ewiger Ruhe. Oh, weia. Reiß dich zusammen, sie sind ja wieder aufgewacht, wenn die Tücher weg waren. Dankter Schlafreflex. Aber das ist nun mal unsere Natur. Killer und Kanarienvogel. Mhm. Ja, dann schmeiß doch mal drüber. Man fragt doch nie so viel, Alter. Aber das Killer. Vielleicht mit dem... So, Zeit zum Schlafen. Hey, was soll das? Was willst du mit dem Tuch? Nein, bitte, man kann doch über alles reden. Schlaf schön. So. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, wa? Puh, das war knapp. Fast hätten sie... Ich glaube nicht. Nein, sie ist... Nehmen wir mal nochmal weg. Nein, es ist für alle besser, wenn ich ihn schlafen lasse. Ja, und nu? Kommen wir ja auch nicht großartig weiter, wa? Vielleicht jetzt den Hammer? Ach, der ist weg. Scheiße. Das könnte... Vielleicht mit dem Plakat? Das war doch jetzt... Oder mit dem Nudelholz einfach mal eine überziehen? Ich glaube nicht. Ne? Tja, Wache. Nein, ich will nicht von... Wenn die Wache mich... Und wenn sie mich einsperrt... Puh, das war knapp. Kommen Fast da auch, hätten sie mich gesehen. Kommen da auch nicht vorbei. Ich könnte es mir vors Gesicht halten, welcher Idiot... Ich glaube nicht. Das könnte... Ich habe keine Ahnung. Da drunter schläft... Es macht Sinn, dass es eine Flasche... Johnny. Nein, ihr verdammten Bastarde. Schön. Der ist da festgeschraubt. Ja, wie komme ich jetzt an die komischen Wachen vorbei? Kann ja nicht sein. Ich weiß ja nicht mal, was ich damit... Das fasse ich lieber... Ja, das ist so... etwas ratlos. Schwarzer Lack. Ich weiß ja nicht mal, was... Das fasse ich... Ich bin zu klein. Kann man den da rinkippen irgendwie? Das wird nicht klappen. Ich habe keine Ahnung. Kann man den hier ein bisschen was kaputt machen hier noch? Warum soll... Einfach kaputt machen, nicht fragen. Das mag... Also hier muss es irgendwas geben, was ich noch machen muss. Vielleicht will die Kaffee trinken? Naja, dann könnte ich... Obwohl... Nein. Das ist ja doof. Ja. Jetzt, ja. Verschmiert das aus. Jetzt habe ich ein Ausrufezeichen mit schwarzer Farbe. Genau. Nein, ich komme nicht an der Wache vorbei. Sie ist zwar nicht besonders clever, aber leider nicht blind.